Willkommen zu FOP Think Aloud Live Coding. Mein Name ist Nian Huing und heute bearbeiten wir die Hausübung 09 vom Wintersemester 2019-2020, welches sich mit Graphen mittels Adjazenzlisten beschäftigt. Wir gehen kurz zur Abbildung. Links sehen wir den Graphen und rechts sehen wir den Graphen mittels Adjazenzlisten dargestellt. Der Knoten A hat eine Kante zu B und auf der Adjazenzliste sehen wir, dass der Knoten A ebenfalls eine Kante zu B hat. Knoten B hat zwei Kanten, und zwar zu A und D. Knoten C hat eine Kante zu D. Knoten D hat zwei Kanten, und zwar zu C und A. Wenn wir weiter runter scrollen, dann sehen wir unsere Klassen Node, Edge und Graph, welche jeweils zwei generische Typparameter besitzen. Die Klasse Node hat intern eine Kantenliste, die wir mittels List-Item darstellen, also eine verkettete Liste. Ebenfalls hat die Klasse Graph eine Knotenliste. Der Typparameter K wird eingeschränkt, und zwar muss K das Interface Object ID implementieren. Der andere Typparameter B muss das Interface Sum und Comparable implementieren. Nun kommen wir zu den verbindlichen Anforderungen für alle Aufgaben. Wir dürfen nur Next für das Umordnen, Löschen und Einfügen eines Elementes in einer Liste verwenden. Ebenfalls dürfen wir den Key eines List-Item-Objektes nicht überschreiben. Jetzt gehen wir zu den Aufgaben über, die wir implementieren müssen. Als Anmerkung wird im Text noch erwähnt, dass die Object-IDs der Knoten paarweise verschieden sind. Wir sehen sonst, dass wir in der H1 einen Knoten einfügen. In der H2 fügen wir eine Kante ein. Das heißt, die H1 und H2 haben eine gewisse Ähnlichkeit. Die H3 beschäftigt sich mit dem Entfernen einer Kante. Die H4 hingegen mit dem Entfernen eines Knoten, inklusive aller Kanten, die eine Verbindung zu den Knoten haben. Die H3 und H4 weisen ebenfalls eine gewisse Ähnlichkeit. In der H5 beschäftigen wir uns mit dem kürzesten Pfad zwischen zwei Knoten. Und zum Schluss testen wir alle Methoden, die wir implementiert haben mit JUnit. Die Bearbeitungsreihenfolge sieht folgendermaßen aus. Wir bearbeiten zuerst eine Aufgabe von H1 bis H5 und gehen dann direkt zu den jeweiligen Tests über, damit wir direkt unsere Implementierung testen können. Wir schauen uns jetzt das Projekt an. Zuerst gehen wir zum Interface Object ID, der eine nicht implementierte Methode namens getObjectID hat und einen String zurückgibt. Die Methode gibt also den ID des Objektes zurück. Als nächstes schauen wir uns das Interface Sum an, welches zwei Objekte von Typ T summieren soll. Nun kommen wir zu der Klasse Node, die zwei generische Typparameter hat. Der erste generische Typparameter steht für den Key des Knoten. Und der generische Typparameter muss das Interface Object ID implementieren. Der zweite Parameter wird für das Gewicht der Kante benötigt. Der generische Typparameter muss das Interface Sum und Comparable implementieren. Damit können wir die Gewichte summieren als auch vergleichen. Jetzt gehen wir zu der Klasse Edge und sehen, dass Edge dieselben generischen Typparameter wie Node hat und ebenfalls die Einschränkungen. Nachfolgend sehen wir unsere bereits bekannte Klasse ListItem, die zwei Konstruktoren hat. Mit dem ersten Konstruktor können wir ein ListItem-Objekt mit einem Key erstellen und mit dem zweiten ein ListItem-Objekt mit einem Key und Nachfolger. Zum Schluss gehen wir zu der wichtigsten Klasse, und zwar Graph. Dort werden wir fast alle Aufgaben implementieren, das heißt H1 bis H5. Jetzt bearbeiten wir die H1, welche sich mit dem Einfügen eines Knoten in Graphen beschäftigt. Bevor wir anfangen, machen wir uns zuerst eine Skizze. Wir suchen eine Funktion für das Einfügen eines Knoten am Ende einer Liste, in unsere Implementierung ListItem. Wir haben Folgendes gegeben. Die Klasse ListItem, Node und das Attribut Head, welches auf den Anfang der Liste von Nodes verweist. Allgemein handelt es sich um eine Einfügeoperation in eine Liste. Die H1 weist eine gewisse Ähnlichkeit zur H2 auf, nur dass statt einem Knoten eine Kante eingefügt wird. Wir betrachten folgende Fälle, die wir beim Einfügen überprüfen müssen. Erstens, die Liste ist leer. Zweitens, die Liste besteht aus einem Element. Drittens, die Liste besteht aus mehreren Elementen.
Wir fangen mit dem ersten Fall an, dass die Liste leer ist. Wir markieren auf der Abbildung unseren Ansatz und sehen, dass wir einfach das Attribut Head auf das neue Element verweisen müssen. Der zweite Fall behandelt eine Liste bestehend aus einem Element. In diesem Fall passen wir den Pointer des letzten Elementes an, dem er statt auf sein nächstes Element null auf das neue Element zeigt. Der Nachfolger vom neuen Element verweist dann auf null. Nun zum dritten Fall. Die Liste besteht aus mehreren Elementen. Wir erkennen, dass der dritte Fall identisch zum zweiten Fall ist und wenden die gleiche Prozedur an. Wir passen den Pointer des letzten Elementes an und der Nachfolger vom neuen Element verweist dann auf null. Unser Ansatz für diese Aufgabe ist es, eine generische Hilfsmethode zu erstellen, die das Einfügen übernimmt, da wir in der H2 ebenfalls dieselbe Routine haben. Wir beginnen nun mit der Implementierung. Zuerst legen wir uns eine generische Hilfsmethode namens Append an, die ein List-Item zurückgibt und als Parameter ein List-Item und das Element hat, welches wir in der übergebenen Liste einfügen wollen. Die Aufgabe der Methode ist es, ein Element in ein List-Item am Ende einzufügen. Das T steht für den Typ der Elemente in der Liste. Der Parameter Head steht für die Liste, in der wir das Element einfügen wollen. Der Parameter Element steht für das Element, das wir in die Liste einfügen wollen. Die Methode gibt die Liste zurück, nachdem wir das Element eingefügt haben. Wie schon gesagt, gibt die Methode die ursprüngliche Liste zurück. Das heißt, unser allgemeiner Return-Wert ist die übergebene Liste Head. Wir erstellen zuerst ein List-Item-Objekt, welches das Element enthält, das wir einfügen wollen. Den ersten Fall, den wir behandeln müssen, ist, falls die Liste leer ist. Dazu machen wir eine V-Unterscheidung, ob Head gleich Null ist. Trifft dies zu, so ist unser neues List-Item-Objekt unser neues Head und wir geben einfach das neu erstellte List-Item-Objekt zurück. Ansonsten müssen wir am Ende der Liste das neue List-Item-Objekt dranhängen. Dazu müssen wir durch die Liste gehen, bis wir am Ende sind. Wir legen uns eine Variable P an, die auf das aktuelle Element der Liste verweist. Falls wir mit Head direkt arbeiten, kann es dazu führen, dass Head dann nicht mehr auf das erste Element der Liste verweist, da wir es verändern. Das letzte Element ist das Element, welches als Nachfolger null hat. Das heißt, wir gehen die Liste so lange durch, bis der Nachfolger gleich null ist. Nun müssen wir nur noch den Verweis des letzten Elementes anpassen, dass es auf das neue List-Item-Objekt verweist. Jetzt beginnen wir mit der eigentlichen Aufgabe. Die Methode addNode fügt einen Knoten in dem Graphen ein, wobei der Parameter Key den Wert des Knoten darstellt. Was wir nun machen müssen ist, dass wir einen Knoten mittels dem Konstruktor der Klasse Node einen Knoten mit dem übergebenen Key erzeugen. Anschließend verwenden wir unsere generische Hilfsmethode, die ein Element am Ende einer Liste einfügt, um unseren neuen Knoten in dem Graphen einzufügen und müssen nichts weiter machen. Bevor wir mit den Aufgaben anfangen, schreiben wir zuerst das Grundgerüst für die Tests, damit wir uns später nur noch für die Tests der jeweiligen Aufgaben kümmern müssen. Zuerst erstellen wir die Klasse GraphTest im Package Test. Wir wissen ja, dass der Node im Graphen einen generischen Typparameter mit der Einschränkung, dass es das Interface Object-ID implementiert hat. Daraus erstellen wir eine Klasse namens City, die eine Stadt repräsentiert. Und sie hat ein Attribut namens ID als String, das die ID der Stadt darstellt. Der Konstruktor erstellt mit der übergebenen ID eine Stadt. Wir müssen dann noch die Methode getObjectID implementieren und die Methode gibt einfach die ID der Stadt zurück, beziehungsweise den Wert des Attributes ID. Als nächstes hat der Graph noch einen weiteren generischen Typparameter. Und zwar W, welches das Interface Sum und Comparable implementieren soll. Dies einschränkt ihn dazu, dass wir die Summe von den Kosten bilden können, als auch die Kosten vergleichen können. Dazu erstellen wir eine Klasse namens Distance, die die Distanz zwischen zwei Knoten darstellt.
Die Klasse hat ein Attribut namens Distance von Typ Double, was sie beispielsweise Kilometer darstellen könnte. Die Methode compareTo und sum müssen wir implementieren. Wir verwenden die Klassenmethode compare der Wrapper-Klasse Double, die zwei Double-Werte vergleicht und 1 zurückgibt, falls der erste Parameter größer ist als der zweite, 0, falls beide gleich sind, und minus 1, falls der zweite Parameter größer ist als der erste. Für die Methode sum müssen wir die jeweiligen Distanzen summieren. Dazu summieren wir von den beiden Distanzen das Attribut distance und geben ein neues Distance-Objekt mit der neuen Distanz zurück. Zum Schluss benötigen wir für alle Tests einen Graphen. Dazu legen wir ein Attribut namens graph an. Für K setzen wir city ein und für w distance. Da der Graph bei jedem Test leer sein soll, erstellen wir eine Methode namens setup, die vor jedem Test den Graph initialisiert. Dazu verwenden wir die beforeach-Annotation. Nun erstellen wir für jede Methode, die wir testen möchten, eine Testmethode, die wir mit der Test-Annotation annotieren und sind dann erstmal fertig mit dem Grundgerüst der Testklasse. Wir erstellen uns ein Array von Städten, die wir beispielsweise A, B, C nennen. Das Array wird für das Einfügen von Städten in den Graphen verwendet. Des Weiteren verwenden wir eine Schleife, die jede Stadt im Array in den Graphen einfügt. Nun kommen wir zum Testen. Wir legen eine Variable i an, die am Ende genauso groß sein muss wie die Größe des Arrays. Des Weiteren legen wir einen Pointer für die Knotenliste an, die wir durchiterieren werden. Die Schleife geht über jeden Knoten und geht so lange, bis wir das Ende der Liste erreicht haben oder unser Zähler gleich groß wie das Array ist. In der Schleife überprüfen wir mittels assert equals, ob die Städte in der richtigen Reihenfolge im Graphen sind. Zum Schluss überprüfen wir noch, ob eventuell zu wenige oder zu viele Knoten im Graphen sind. Das heißt, unser Zähler i muss am Ende gleich groß wie das Array sein und unser Pointer muss null sein. Zum Schluss können wir die Tests ausführen, um zu überprüfen, ob unsere Implementierung korrekt funktioniert. Wir können erkennen, dass der Test ohne Probleme durchläuft. Als nächstes behandeln wir die H2, die sich mit dem Verbinden von Knoten in dem Graphen mit Hilfe von Kanten beschäftigt. Bevor wir wieder anfangen, machen wir uns zuerst eine Skizze. Wir suchen eine Funktion, die eine Kante am Ende einer Liste einfügt. Wir haben Folgendes gegeben: die Klasse ListItem, Node, Edge, Attribut HeadEdges in der Klasse Node, die die Kantenliste darstellt, IDs der Knoten und das Gewicht einer Kante. Wie wir schon in der H1 festgestellt haben, müssen wir hier auch ein Element am Ende einer Liste einfügen und verwenden einen ähnlichen Ansatz wie bei der H1. Des Weiteren müssen wir irgendwie den zugehörigen Knoten zu einer gegebenen ID finden. Wir legen uns deshalb einfach eine Hilfsmethode an, die uns diese Aufgabe erfüllt, indem sie durch die Knotenliste geht und den passenden Knoten zurückgibt. Wir beginnen nun mit der Implementierung. Dazu erstellen wir zuerst eine Hilfsmethode namens getNode, die uns einen passenden Knoten zu einer ID zurückgibt. Die Methode sucht in der Knotenliste nach einem passenden Knoten zu der übergebenen ID. Falls der Knoten existiert, so wird dieser zurückgegeben. Ansonsten wird der Wert null zurückgegeben. Der Parameter ID steht für die ID des Knotens. Wir gehen mit Hilfe einer Schleife über die Knotenliste durch, indem wir einen Pointer anlegen, das auf das aktuelle Element in der Liste zeigt und sich das Ende der Liste nähert, falls es bisher noch keinen passenden Knoten gefunden hat. Nun müssen wir eine Fahrunterscheidung machen, das auf den Knoten des Listenobjekts zugreift und anschließend mit Hilfe von Object-ID die ID des Knotens mit der übergebenen ID vergleicht. Falls sie gleich sind, so wird der aktuelle Knoten zurückgegeben. Falls wir jedoch keinen passenden Knoten finden, so geben wir einfach null zurück. Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Implementierung,
die zwei Knoten miteinander über eine Kante verbindet. Die Methode ConnectNodes bekommt zwei IDs von Knoten übergeben und ein Kantengewicht. Dazu wird dann eine Kante mit dem entsprechenden Gewicht in den Graphen eingefügt. Was Sie zuerst machen müssen, ist es, die Knoten zu den übergebenen IDs zu finden. Dazu verwenden wir die Hilfsmethode getNode und suchen zuerst den ersten Knoten. Dieser Knoten muss existieren, ansonsten können wir keine Kante bilden. Das gleiche machen wir für den zweiten Knoten. Falls der Knoten nicht existiert, so brechen wir die Methode sofort ab, da wir keine Kante bilden können. Was wir jetzt machen müssen, ist es, die Kante mit Hilfe des Konstruktors zu bilden und den zweiten Knoten mit dem Gewicht der Kante zu übergeben. Nun haben wir eine Kante erstellt und verwenden die generische Hilfsmethode Append, um den Knoten in die Kantenliste des ersten Knoten einzufügen. Wir können hier die Ähnlichkeit erkennen und nutzen unsere Hilfsmethode aus, um redundanten Code zu sparen. Wir schreiben jetzt Tests für die H2. Wir nehmen die gleichen Städte aus der H1 und erstellen manuell eine Knotenliste, ohne die Methode aus der H1 zu verwenden, damit die Tests unabhängig voneinander sind. Ansonsten könnte es sein, dass die H2 korrekt ist und die H1 nicht, und wir wissen dann nicht, wieso der Test fehlschlägt. Wir legen uns einen Head und Tail an, wobei Head auf den Anfang der Liste verweist und Tail auf das Ende der Liste bzw. das letzte Element der Liste. Mit einer Schleife fügen wir dann am Ende der Liste jeweils die Städte aus dem Array ein. Da Tail auf das letzte Element der Liste verweist, verweist Tail.next auf das neu eingefügte Element und somit haben wir ein neues Element eingefügt. Wir müssen dann noch Tail aktualisieren, damit das auf das letzte Element der Liste zeigt. Nun wollen wir die Methode testen. Dazu benötigen wir zwei Städte und ein Gewicht, was in diesem Fall Distance ist. Wir erstellen eine Distance und möchten eine Kante von A nach B mit der Distanz 12,34 erstellen. Wir testen dann, ob die Stadt tatsächlich eingefügt wurde und an der richtigen Position und ob das Gewicht stimmt. Als nächstes testen wir, ob die Kante A nach C korrekt mit der Distanz 1234 eingefügt wurde. Und zum Schluss testen wir, ob die Kante C nach A korrekt mit der Distanz 1234,567 eingefügt wird. Zum Schluss können wir die Tests ausführen, um zu überprüfen, ob unsere Implementierung korrekt funktioniert. Wir können erkennen, dass der Test ohne Probleme durchläuft. Nun behandeln wir die H3, die sich mit dem Entfernen einer Kante aus dem Graphen beschäftigt. Bevor wir wieder anfangen, machen wir zuerst eine Skizze. Wir suchen eine Funktion, die eine Kante entfernt. Wir haben Folgendes gegeben. Die Klasse ListItem, Node, Edge, Attribut HeadEdges in der Klasse Node, die die Kantenliste darstellt und die IDs der Knoten. Wir betrachten folgende Fälle, die wir beim Entfernen einer Kante überprüfen müssen. Erstens, das Element ist am Anfang der Liste. Zweitens, das Element ist innerhalb der Liste. Drittens, das Element ist am Ende der Liste. Wir fangen mit dem ersten Fall an, dass das Element am Anfang der Liste ist. Wir markieren auf der Abbildung unsere Idee und können entnehmen, dass Head statt auf das erste Element jetzt einfach auf den Nachfolger des ersten Elements verweist. Somit überspringen wir sozusagen das erste Element. Der zweite Fall behandelt das Entfernen eines Elements innerhalb der Liste. Aus der Abbildung entnehmen wir, dass der Vorgänger vom zu entfernenden Element nach der Operation auf dem Nachfolger von zu entfernenden Element verweist. Somit ist das Element nicht mehr in der Liste vorhanden. Nun zum letzten Fall. Die Liste besteht aus mehreren Elementen. Wir erkennen, dass der dritte Fall identisch zum zweiten Fall ist und verwenden hier ebenfalls die gleiche Prozedur. Der Vorgänger vom zu entfernenden Element verweist nach der Operation auf den Nachfolger von zu entfernenden Element. Als nächstes gehen wir zur Implementierung über. Die Methode DisconnectNodes entfernt die Kante zwischen zwei Knoten. Die Parameter sind jeweils die IDs der Knoten.
und zeigt die Kante zwischen den Beinknoten. Wir kopieren uns hierzu den Aufbau der Methode aus der H2, da sie ähnlich sind und sich nur um einen Punkt unterscheiden. Wir legen uns zuerst eine Variable an, um die Kanten des anzusprechen. Zuerst wird der Basisfall abgedeckt, dass der Knoten keine Kanten hat, das heißt, wir können dann keine Kante entfernen. Wir brechen die Methode sofort ab. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem ersten Fall, dass das erste Element der Liste das gesuchte Element ist, das wir entfernen wollen. Was wir hier machen, ist einfach, dass unser Head nicht mehr auf das erste Element verweist, sondern auf dessen Nachfolger. Das heißt, wir überspringen das zu entfernende Element. Somit ist das Element nicht mehr in der Liste. Ansonsten gehen wir mit einer Schleife über die Kantenliste und suchen das zu löschende Element. Dabei müssen wir beachten, dass wir den Vorgänger des zu entfernenden Elements benötigen, da wir den Verweis eines Nachfolgers auf den Nachfolger des zu entfernenden Elementes umändern, um das Element sozusagen aus der Liste zu entfernen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass p.next nicht null sein darf. Dazu legen wir eine V-Unterscheidung an, die prüft, ob p.next unser gesuchtes Element ist und passen anschließend die Verweise an. Haben wir das gemacht, so können wir die Methode direkt abbrechen, da wir nichts mehr weitermachen müssen. Wir schreiben jetzt Tests für die H3. Wir übernehmen das manuelle Erstellen einer Knotenliste aus den Tests der H2 und fügen noch zusätzliche Städte ein, die wir für die Tests verwenden werden. Nun fügen wir aus demselben Grund wie bei den Tests von der H2 manuell die Kantenlisten zu den jeweiligen Knoten ein. Die Kanten können wir mittels dem Konstruktor erstellen. Dazu geben wir jeweils den Knoten und die Distanz an. Wir stellen jeweils die Kanten AB, AC und AD. Und wir nehmen einfache Distanzen, da sie in dieser Aufgabe keine Rolle spielen. Haben wir die Kanten erstellt, müssen wir sie nur noch in den Graphen einfügen. Dazu gehen wir manuell die Knoten durch und setzen die Kanten in die Kantenliste ebenfalls manuell Stück für Stück. Jetzt kommt die eigentliche Aufgabe. Wir entfernen zuerst die Kante A nach D. Nach der Operation muss die Kante A nach D aus der Kantenliste entfernt sein. Das heißt, die Kantenliste besteht nur noch aus A nach B und A nach C. Das prüfen wir ab und prüfen ebenfalls, ob nach A nach C die Kante A nach D tatsächlich weg ist. Das heißt, es muss null sein. Als nächstes entfernen wir die Kante A nach B und zum Schluss A nach C. Bei dem Fall A nach B muss die Liste nach der Operation nur noch aus einem Element bestehen. Das heißt, nur die Kante A nach C existiert und sein Nachfolger ist null. Wenn wir zum Schluss A nach C entfernen, so gibt es keine Kante mehr und Head Edges verweist auf null. Zum Schluss können wir die Tests ausführen, um zu überprüfen, ob unsere Implementierung korrekt funktioniert. Wir können erkennen, dass der Test ohne Probleme durchläuft. Jetzt bearbeiten wir die H4, welche sich mit dem Entfernen eines Knotens aus dem Graphen beschäftigt. Bevor wir wieder anfangen, machen wir zuerst eine Skizze. Wir suchen eine Funktion für das Entfernen eines Knotens inklusive aller Kanten zu diesem Knoten. Wir haben Folgendes gegeben: die Klasse ListItem, Node, Edge und das Attribut Head und HeadEdges und die ID des Knotens. Der Aufbau der Implementierung ist ähnlich wie bei der H3. Da wir statt einer Kante einen Knoten löschen. Nebenbei verwenden wir die implementierte Methode von H3, um die Kanten zu entfernen. Wir implementieren jetzt die H4. Die Methode removeNode hat einen Parameter, und zwar eine ID eines Knotens. Ihre Aufgabe ist es, einen Knoten inklusive alle Kanten zu diesem Knoten aus dem Graphen zu entfernen, die wir anhand des ID des Knotens bestimmen müssen. Wir suchen uns wieder zuerst den Knoten mit Hilfe der Hilfsmethode getNode und speichern diesen ab. Falls der Knoten nicht existiert, so können wir keinen Knoten aus dem Graphen entfernen und brechen die Methode direkt ab. Wir decken zuerst den Fall des zu entfernenden Knoten ab. Das heißt, das erste Element ist unser gesuchtes Element. Dazu legen wir uns eine V-Unterscheidung an, die prüft, ob das erste Element unser gesuchtes Element ist.
Um das Element zu entfernen, muss Head lediglich auf dem Nachfolger des ersten Elementes zeigen und wir überspringen sozusagen das Element. Somit ist das Element aus der Knotenliste entfernt. Ansonsten gehen wir in einer Schleife über die Knotenliste durch und wenden die gleiche Prozedur wie bei der H3 an. Das heißt, p.next darf nicht null sein. Wir müssen beachten, dass wir ebenfalls die Kanten in jedem potenziellen Knoten entfernen müssen, welches wir mit Hilfe der Methode aus H3 machen können. Somit darf p auch nicht null sein. Für jeden potenziellen Knoten entfernen wir die mögliche Kante zwischen den aktuellen Knoten zu der übergebenen Knoten. Dazu rufen wir die Methode disconnectNode für jeden Knoten auf. Zum Schluss müssen wir nur noch den Fall für den Knoten abdecken, das heißt, der Knoten ist innerhalb oder am Ende der Liste. Dazu legen wir uns eine V-Unterscheidung an, die prüft, ob p.next unser gesuchtes Element ist und passen die Verweise an, indem der Vorgänger von zu entfernten Knoten auf den Nachfolger des zu entfernten Knoten verweist und somit nicht mehr in der Liste vorhanden ist. Wir brechen in diesem Fall die Methode nicht ab, da wir alle potenziellen Kanten entfernen müssen. Wir schreiben nun die Tests für die H4. Dazu gehen wir in den Test zu der H3 und kopieren das manuelle Einfügen von Knoten und Kanten, da wir sie hier ebenfalls benötigen. Nebenbei erstellen wir weitere Kanten, damit wir die Methode ausführlicher testen können. Das heißt, wir entfernen einen Knoten, welcher mehrere Kanten zu anderen Knoten hat. Nachdem wir den neuen Knoten erstellt haben, müssen wir sie wieder manuell Stück für Stück in den Graphen einfügen. Wir kommen jetzt zu den Testen der Methode. Wir möchten gerne den Knoten C entfernen. Dabei müssen wir den Knoten aus der Knotenliste entfernen und alle dazugehörigen Kanten in den anderen Knoten. Wir kümmern uns zuerst um die Knotenliste. Wenn wir den Knoten C entfernen, so muss der Knoten D die ursprüngliche Position von C übernehmen. Und die Liste wird um einen Knoten kleiner. Nun kommen wir zu den Kanten. Folgende Kanten müssen nach der Operation weg sein. A nach C und B nach C. Wir wissen jeweils, wie die Kantenlisten aussehen und können dann einfach überprüfen, ob bei der Kantenliste A nach C die Kante A nach D den Platz einnimmt. Wenn wir die Kante B nach C entfernen, so ist die Kantenliste von B leer. Zum Schluss können wir die Tests ausführen, um zu überprüfen, ob unsere Implementierung korrekt funktioniert. Wir können erkennen, dass der Test ohne Probleme durchläuft. Zum Schluss müssen wir die H5 bearbeiten, die sich mit der Thematik kürzester Fahrt zwischen zwei Knoten beschäftigt. Bevor wir wieder anfangen, machen wir zuerst eine Skizze. Wir suchen den kürzesten Weg vom Startknoten zum Zielknoten und dabei soll die Ausgabe als String mit Pfeilen zwischen den einzelnen Object-IDs der Nodes erfolgen. Wir haben folgendes gegeben: die Klasse ListItem, Node, Edge und die Attribute Head und HeadEdges und die IDs der Knoten. Der naivste Ansatz wäre, dass wir alle möglichen Pfade in Betracht ziehen und durchgehen. Wir verwenden hier einen rekursiven Ansatz, welcher schrittweise immer einen Knoten zur Lösungsmenge hinzufügt und rekursiv durch alle möglichen Pfade geht. Das Stichwort ist hier Backtracking, Trial and Error. Wir legen uns eine Variable an, die die Bestlösung abspeichert und sie hat zu Beginn keinen Wert. Falls wir einen Pfad gefunden haben und es bisher keine Lösung gibt, speichern wir das als beste Lösung ab. Ansonsten vergleichen wir die beiden Lösungsmengen miteinander und behalten die beste Lösung. Wenn wir die erste Lösung gefunden haben und verglichen haben, gehen wir einen Schritt zurück und wiederholen das ganze Schema mit einem neuen Pfad. Dazu habe ich einen Beispielablauf angefertigt. Wir beginnen mit dem ersten Weg. Wir kommen zum untersten linken Knoten an. Da wir bisher noch keine beste Lösung haben, nehmen wir diese als beste Lösung an. Nun gehen wir rekursiv die anderen Kombinationen durch. Die zweite Kombination ist lila markiert. Wir vergleichen, ob die zweite Lösungsmenge besser ist als die erste und speichern die beste Lösung ab. Wir wiederholen das für den dritten und so weiter. Nehmen wir nun folgenden Graphen als Beispiel. Wir möchten den kürzesten Pfad von A nach E wissen. Zuerst wird Pfad A, B, E entdeckt mit den Kosten 20,25. Wir speichern die momentane Lösungsmenge als beste Lösung ab, da wir bisher noch keine Lösung haben. Dann Pfad A, C, B, E mit den Kosten 43,95. Dieser Pfad ist zu teuer, also machen wir hier nichts. Danach Pfad A, C, D, F, G
welche nicht zur Lösung führt. Und zum Schluss ACE mit den Kosten 4,54. Dieser Pfad ist günstiger als die vorige abgespeicherte Lösung. Also speichern wir diesen Pfad ab und haben unseren kürzesten Weg von A nach E, nämlich ACE. Wir implementieren nun die H5. Wir legen uns zuerst eine Klasse Path an, die einen Pfad mit ihren Kosten repräsentiert. Die Klasse hat zwei Attribute. Einmal die Liste, die den Pfad repräsentiert, einmal Cost, welche die Kosten des Pfades darstellt. Die Einschränkung von W übernehmen wir direkt von der Klasse Graph, da wir die Kosten vergleichen und summieren können. Wir erstellen einen Standardkonstruktor, der die Liste initialisiert. Nebenbei überladen wir den Konstruktor, um einen Pfad mit einem Startknoten zu erzeugen. Als nächstes erstellen wir die Getter- und Setter-Methoden, um auf die Attribute zugreifen zu können. Das heißt, wir haben für die Attribute Nodes und Cost jeweils einen Getter- und eine Setter-Methode. Des Weiteren legen wir uns noch zwei nützliche Methoden an. Die erste Methode heißt isCostEmpty und gibt uns true zurück, falls die Kosten bisher noch nicht gesetzt wurden, das heißt null. Die zweite Methode heißt isEmpty und gibt true zurück, falls der Pfad leer ist, das heißt die Liste ist leer und die Kosten wurden noch nicht gesetzt. Jetzt gehen wir zu der Klasse Graph zurück und schauen uns die Methode getShortestPath an. Die Methode berechnet den kürzesten Pfad zwischen zwei Knoten. Dabei haben wir die IDs der Knoten gegeben, wobei der erste den Startknoten und der zweite den Zielknoten darstellt. Die Rückgabe der Methode ist ein Pfad als String mit Pfeilen, die wir vorher berechnet haben. Falls es keinen Pfad vom Startknoten aus zum Zielknoten gibt, so gibt die Methode den Wert null zurück. Wir erstellen zwei Variablen. Der erste stellt den aktuellen Pfad dar, den wir im Moment bearbeiten. Der hat zu Beginn den Startknoten, mit denen wir die möglichen Pfade entdecken. Die zweite Variable speichert den bisher kürzesten Pfad ab, welcher zu Beginn noch nicht gesetzt ist, das heißt leer. Als nächstes schreiben wir eine Methode, die die eigentliche Aufgabe zur Berechnung des kürzesten Pfads übernimmt. Wir gehen gleich darauf ein. Unsere Hilfsmethode berechnet den kürzesten Pfad zwischen zwei Knoten und gibt uns diesen als Path zurück. Das heißt, wir speichern dann in unsere Variable Shortest das Ergebnis der Berechnung ab, da die Variable für den kürzesten Weg gedacht ist. Wir müssen den Fall beachten, dass es vorkommen kann, dass es zwischen zwei Knoten keinen Weg geben kann. So hat die Variable Shortest eine leere Liste. Dazu legen wir uns eine Fahrunterscheidung an, die das prüft und falls das zutrifft, wird null zurückgegeben. Zum Schluss müssen wir, falls es einen Pfad gibt, den als String mit Pfeilen ausgeben. Dazu verwenden wir den String Builder, um unsere Ausgabe Stück für Stück anzufertigen. Wir verwenden eine Schleife, die den gespeicherten Pfad durchgeht und die Knoten stückweise als String speichert, bzw. die IDs der Knoten. Des Weiteren haben wir eine Variable i angelegt, um zu unterscheiden, wann wir die Pfeile einfügen werden, damit die korrekt gesetzt werden. Die Pfeile werden zuerst gesetzt und anschließend der Knoten. Jedoch werden die Pfeile in jeder Iteration außer der ersten abgespeichert, damit die Ausgabe korrekt ist. Mittels der Append-Methode des String-Builders bauen wir unseren String auf. Sind wir damit fertig, müssen wir nur noch den String zurückgeben und das machen wir mittels toString. Nun kommen wir zu unserer Hilfsmethode. Die Hilfsmethode hat vier Parameter. Der erste steht für den aktuellen Knoten, den wir bearbeiten werden. Der zweite für unseren Ziel, der dritte für den aktuellen Pfad
und er fehlte für den bisher kürzesten Pfad. Die Methode gibt dabei den kürzesten Pfad zurück, falls dies existiert, als Path, das heißt den Weg und die Kosten. Die Methode gibt den kürzesten Pfad zurück und der Parameter shortest speichert den kürzesten Weg ab. Das heißt, unser allgemeiner Return-Wert ist shortest, da das die Aufgabe der Methode ist. Wir machen zuerst eine V-Unterscheidung, und zwar unseren Rekursionsanker. Also wann hört unsere Rekursion auf? Die Rekursion hört auf, falls unser aktueller Knoten gleich dem Zielknoten ist. Wir müssen dann eine V-Unterscheidung anlegen, um unseren kürzesten Pfad zu aktualisieren. Der jetzige Weg ist unser kürzester Weg, falls wir bisher noch keine Lösung gespeichert haben. Das heißt, die erste Lösung, die wir bestimmen, ist automatisch unsere beste Lösung. Ansonsten vergleichen wir mittels Compare-to, ob der neue Pfad besser ist als der, der in Shortest gespeichert wurde. Dazu vergleichen wir die Kosten. Die Methode Compare-to gibt 1 zurück, falls unser aktueller Weg besser ist. Falls wir in der V-Unterscheidung reingehen, so aktualisieren wir unseren Shortest und übernehmen die Werte in Current. Wir müssen jedoch die Referenzen beachten, da wenn wir Shortest auf die Liste von Current setzen, dann hat Shortest einen Verweis auf dieselbe Liste. Das führt dann dazu, dass falls in Current etwas verändert wird, so wird es auch in Shortest geändert. Um das zu vermeiden, hat die Liste LinkedList einen Konstruktor, bei dem wir die Liste übergeben können und diesen kopiert, statt darauf zu referenzieren. Nun kommen wir zu der Rekursion. Wir suchen zuerst unseren Knoten zu der gegebenen ID. Falls der Knoten nicht existiert, so gehen wir den bisher kürzesten Weg zurück, also Shortest. Ansonsten erstellen wir eine Schleife, die über die Kantenliste des aktuellen bearbeiteten Knoten durchgeht. Damit werden wir die Kombination rekursiv bilden. Wir legen uns eine Variable p an, die auf die Kantenliste verweist und die Schleife geht so lange durch, bis unser p auf das Ende der Liste verweist, das heißt gleich null. In der Schleife erstellen wir zuerst eine Variable, die unsere Kante abspeichert. Des Weiteren benötigen wir die ID des Knoten, die wir für die Rekursion benötigen, als auch für unseren Pfad, da wir am Ende einen String ausgeben werden. Was wir zuerst überprüfen müssen ist, dass ein Knoten nicht mehrfach in unserem Pfad vorkommt. Dazu verwenden wir die Methode contains, die überprüft, ob ein Element bereits in der Liste vorhanden ist. Trifft dies zu, so überspringen wir die jetzige Iteration. Der nächste Fall ist, falls unser aktueller Weg bereits teurer ist als unsere beste Lösung. Dieser Weg kann niemals besser werden und somit überspringen wir die Iteration, da das nicht zielführend ist. Dazu müssen wir aber wissen, ob wir die Kosten vergleichen können, da ansonsten ein Nullpointer auftauchen kann. Um das zu vermeiden, verwenden wir die Methode isCostEmpty, um zu überprüfen, ob die Kosten gesetzt wurden und dass wir ohne Probleme die beiden Kosten vergleichen können. Ansonsten speichern wir temporär unsere bisherigen Kosten des aktuellen Pfades ab, damit wir die Kosten gegebenenfalls zurücksetzen können, um andere Kombinationen bilden zu können. Als nächstes fügen wir die Kante zum aktuellen Knoten in unsere aktuelle Lösung ein. Dazu müssen wir die Kosten aktualisieren. Wir müssen jedoch beachten, falls die Kosten noch nicht gesetzt wurden, dass es gegebenenfalls zu einem Nullpointer führen kann. Deshalb legen wir eine V-Unterscheidung ein und prüfen mittels isCostEmpty, ob die Kosten schon gesetzt wurden. Trifft dies nicht zu, so ist das aktuelle Kantengewicht die momentane Kosten des Pfades. Ansonsten summieren wir die Kosten mittels der Methode sum auf. Was wir noch machen müssen, ist, den Knoten am Ende unseres Pfades dran zu hängen. Nun kommt unsere Rekursion ins Spiel.
Wir entdecken nun die nächsten Kombinationen und rufen die Methode rekursiv auf, mit dem Unterschied, dass unser aktueller Knoten nun unser Next-Knoten ist. Somit bilden wir rekursiv die Kombination und speichern in Shortest das Ergebnis der Rekursion ab. Zum Schluss entfernen wir die Kombination, die wir eingefügt haben, und setzen den momentanen Pfad zurück. Damit wollen wir erreichen, dass in der nächsten Iteration weitere Kombinationen gebildet werden können. Wir schreiben jetzt die Tests für die H5. Dafür kopieren wir die Erstellung der Knoten und Kanten von den Tests der H4 und verwenden dies als Grundlage. Wir möchten unserem Beispiel in OneNote checken, ob wir ebenfalls das gleiche Ergebnis herausbekommen. Dazu benötigen wir die Städte A bis G. Die Kanten müssen wir ebenfalls erstellen. Wir haben folgende Kanten gegeben: A nach B mit Distanz 1, A nach C mit Distanz 2,5, B nach E mit Distanz 19,25, C nach B mit der Distanz 22,2, C nach D mit der Distanz 5,35, C nach E mit der Distanz 1,99, D nach F mit der Distanz 3,33, E nach F mit der Distanz 11,11 und F nach G mit der Distanz 0,3. Erneut müssen wir dann die Kanten jeweils in den richtigen Kantenlisten der entsprechenden Knoten einfügen. Und das machen wir Stück für Stück. Wir haben also insgesamt 7 Knoten und 9 Kanten. Wir fügen jetzt die Kanten Stück für Stück in den Graphen ein. Dazu greifen wir auf die Variable Graph zu, um dann auf Head zugreifen zu können, die für die Knotenliste steht. Mit dem Head können wir dann auf die jeweiligen Knoten per Key zugreifen. Dann müssen wir nur noch auf die Head Edges zugreifen und die Kanten manuell eintragen. Knoten A hat 2 Kanten, einmal zu B und C. Knoten C hat 3 Kanten, einmal zu B, zu D und zu E. Knoten D hat 1 Kante zu F. Knoten E hat 1 Kante zu F. Knoten F hat 1 Kante zu G. Und der Knoten G hat keine Kante. Das heißt, die Kantenliste ist leer und bleibt unverändert. Mit das Attribut Next können wir auf die jeweiligen Knoten bzw. Kantenpositionen zugreifen. Jetzt testen wir die Methode GetShortestPath. Wir möchten gerne den kürzesten Weg von A nach E wissen. Dazu soll als Ergebnis den Pfad A nach C nach E ausgegeben werden, was wir im vorigen Beispiel bereits berechnet haben, wenn wir die Methode mit den IDs A und E aufrufen. Zum Schluss können wir die Tests ausführen, um zu überprüfen, ob unsere Implementierung korrekt funktioniert. Wir können erkennen, dass der Test ohne Probleme durchläuft.